In diesem Video. Ich sagte, wir machen das Ding da auf. So, haben die erste Sache aufgesprengt. Okay, gut, daran komme ich denn doch nicht an die Truhe. Wie mache ich denn das mit Balancieren und so? Kann ich denn die Kiste unten zerstören? Das funktioniert leider nicht so einfach. Okay, ich hab das einfacher gedacht als gedacht. Moin und Freunde, und damit herzlich willkommen zu Zelda Breath of the Wild, wo es nun weitergeht mit den Krogsamen, die zu erhaschen, sowie die 100% in den Schrein zu bekommen. Wir sind hier gerade dabei, am Rande vom, oh Gott, Eldin-Vulkan zu gehen und dort die Mission fertig zu machen. Und ich sehe auch schon, was gemacht werden muss. Hier gibt es nämlich noch einen kleinen Krog, den wir holen können. Und dazu brauchen wir dich da hinten. Mein lieber kleiner Felsen. Felsen sage ich schon. Die Stein, die Stahlkiste, die meine ich. So, und das ist eigentlich relativ einfach tatsächlich. Also das erkennt man instant. So. Fertig ist der Lachs. Damit haben wir den schlimmsten Krog oder den am weitesten entferntesten Krog mitgenommen. Und können uns eigentlich jetzt darauf aufmachen, weiter in Richtung Norden zu gehen, bis wir in dem Vulkan sind. Oder zumindest in der Nähe des Vulkans. Wir haben ja jetzt die Schutzkleidung dafür. Das heißt, uns kann gar nichts passieren. Das ist scheißegal, wie lange wir rumlaufen. Wir überleben das. Und das ist das Gute. Weil wie gesagt, sonst würden wir echt einen Knall kriegen, wenn wir jeden Mal einen Trank schlucken müssen. Nur damit wir irgendwie 5 Quadratmeter weiterkommen. Mehr ist es ja wirklich nicht. Also, wenn man jetzt mal wirklich überlegt, wie weit wir da gekommen sind mit unserem Trank, naja. Da kriegst du 2 Krogs und dann darfst du wieder einen Trank schlürfen und das wär auf Dauer einfach nur nervig. Gut, dass es halt die Rüstungen dafür gibt. Und mit unseren jetzigen Ausrüstungen alle drum und dran kommen wir auch eigentlich relativ überall gut durch. Ich schätze auch, alles, was so Kraftproben sind, würde ich sagen, kriegen wir bis zu extrem schwer easy hin. Weil einfach auch unsere Ausrüstung sich drastisch verbessert hat. Und manchmal auch der Spielstil, ne? Wollen wir mal sagen, manchmal bin ich in Kämpfen gut, aber manchmal gibt es so Tage, da bin ich rotzeschlecht. Aber das ist wirklich tagesabhängig. Ich glaube, das kennt auch jeder, der so privat spielt. An manchen Tagen, da seid ihr einfach viel krasser als in anderen Tagen. Ist genauso wie in Mario Party, manchen Minispiele. Da seid ihr auf immer die Profis, auf Doom, macht 7 Sekunden beim A-Spam-Spiel. Und nächsten Tag schafft ihr gerade mal die 10. Weil einfach, weiß ich nicht, die Kraft nicht so da ist, wie die vor einem Tag war. Ich glaube, das ist das absolut Normalste, was es überhaupt gibt. Nicht jeder Mensch kann an jedem Tag 100% geben. Ist auch gar nicht machbar, weil sonst würden wir Menschen nach einer Weile überhaupt nicht mehr funktionieren. Zumindest menschlich gesehen wären wir dann wie eine Maschine, und da wir obviously Menschen sind, haben wir halt nicht diese dauerhaften 100%, die wir geben können. Wir können es halt nur tagesbedingt immer geben. Sonst wären ja die Klassenarbeiten und Prüfungen auch sinnlos, ne? Obwohl, die sind allgemein sinnlos. Ich finde sowieso Noten, was also eintagig sind, absolut Schwachsinn. Also zumindest, wenn man die Prüfung bis zu 60-70% werten lässt, finde ich es Schwachsinn. Weil das spiegelt nicht wieder, ob du gut warst im Allgemeinen bei dem Fach oder ob du nur an dem einen Tag gut warst. Das macht einfach wenig Sinn, so viele Prozente auf eine Prüfung zu geben. Oder was ich zum Beispiel hatte, eine Prüfung wurde komplett gewertet, damit du deine Ausbildung bestehst. Finde ich auch absolut lächerlich. Wenn du davor den Scheißnoten hast und dann zur Prüfung 1 machst, dann sind die Rest der Noten vollkommen egal gewesen. Und das finde ich bis heute eine Sache, wo ich so denke, macht gar keinen Sinn. Du kennst auch ganz anders herum, du hast nur 1 und in der Prüfung machst du nur 5. Das ist auch absolut so eine Sache, wo ich sage, hä? Schön, dann hast du an dem Tag tatsächlich einen scheiß Tag gehabt. Lass da irgendwas vorgefallen sein, ne? Kann absolut der beschissenste Tag sein, weil du machst eine Prüfung und hast sie verkackt. Und das Schlimme ist ja bei Ausbildungsprüfungen zumindest,
Da musst du ja, zumindest was mein Beruf angeht, innerhalb... Nee, wie war das? Du darfst einmal wiederholen, die Prüfung. Aber das war's denn auch. Wenn du denn zweimal wiederholt hast, dann hast du eine Sperre drin, in diesem Bundesland diese Ausbildung auszuüben. Oder die Prüfung absolvieren. Und das finde ich echt krass. Also, ich finde das ungerecht. Bin ich ehrlich. Also klar, ich würde auch ein Limit machen nach 3 bis 5 Mal oder so nicht bestehen. Denn ist schick. Aber es kann doch mal sein, dass es wirklich mal vielleicht auch mal 2 Tage gibt. Genau wieder an dem gleichen Tag, wo du dann wieder einen Scheißtag hast. Ist doch voll okay. Wenn du 3 Versuche gibst und beim 3. Mal das nicht klappt, dann würde ich vielleicht überlegen, ob es nicht das Bessere wäre, was anderes zu suchen, ja? Und bei 5 sowieso. Also bei 5 Malen versuchen, da würde ich dann sagen, das ist nicht deins. Geh mal lieber woanders gucken, ob du da was findest. Aber so bei den ersten beiden Versuchen und dann verkacken, ist so Schwachsinn. Meiner Meinung nach. Aber man macht ja nicht die Gesetze, ne? Das ist halt alles leider Deutschland. Oder allgemein Gesetze, die das hier regeln. Ich würde das, glaube ich, ein bisschen anders handhaben. Aber darum geht's ja eigentlich gar nicht. Eigentlich geht's um das Spiel. Ich bin ein bisschen abgeschwiffen an der Stelle. So, und hier haben wir jetzt die Erinnerung, die uns sogar gezeigt wurde bei dem Herrn im Stall. Er hat uns ja diese Erinnerung genau gezeigt. Die Wunde ist nicht sehr tief. Aber du musst trotzdem vorsichtiger sein. Ja, wir haben ein paar Leuten und alle besiegt. Aber nicht unverwundbar. Die Monsterangriffe häufen sich in letzter Zeit. Auch so gefährliche wie diese werden immer häufiger gesichtet. Ich fürchte, das könnte ein düsteres Vorzeichen sein. Die Wiederkehr der Verheerung. Komm, es ist nicht viel Zeit. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen und unsere Vorkehrung treffen, bevor es zu spät ist. Man muss schon sagen, die hatten einen heftigen Fight dort. Eine Person gegen 20 Leute gefühlt. Respekt, Link, was du früher so geschafft hast. Heutzutage schaffst du nicht mal einen Leunen und daran bin ich schuld. So, dann nehmen wir auch noch den Krog schnell mit. Aber ja, schöne Erinnerung auf jeden Fall. Sagt uns zwar leider nicht so... Dein Ernst? Nicht so viel aus? Früher war das okay. Ah nee, warte mal kurz, hier ist ja auch noch eine Lücke. Ich wollte nämlich gerade sagen, sonst ist es okay, wenn es so eine Ecke ist, weißt du? Und jetzt auf einmal will er den Kreis runden nicht machen, oder was? Ja, guck mal hier, auf wieder, voll fail. Naja, macht nichts, ne? Wir nehmen einfach den Samen mit und dann ist schick. Oh, einfach ignorieren. So, damit haben wir die Bean-Sachen abgeschlossen und glücklicherweise auch mitgenommen. Hier am Goronbi-See. Oh, das ist ein Lavasee, ne? Da gibt es auch noch einen Schrein. Ist jetzt die Frage, ist der Schrein aktiv? Oder müssen wir den aktivieren? Wir sehen zumindest von hier oben nicht... Ach, ich bin ja auch noch falsch. Ja, moin. Warte mal, wo muss ich denn hin dafür? Ich muss mal weiter nach unten. Der ist ja wie ein Flammenwerfer, der Lutscher! Ja, jemand nach unten zu der Schwester spielen. Kranker Flammenwerfer, Junge. Okay, ich glaube, der hat nicht überlebt. Aber den Sturz aus der Höhe könnte ich auch nicht überleben. Oh, und der Schrein ist da. Perfekt. Ey, das freut mich absolut, ne? Wenn wir den Schrein gleich instant machen können. Nur eins werde ich mich fragen dürfen, wie komme ich von dort wieder weg? Weil, naja, wie soll ich sagen, ne? Von der Lava wegzukommen ist nicht gerade einfach. Naja, muss ich mir danach denn auf jeden Fall beschäftigen. Jetzt erstmal ist mir der Schrein wichtiger. Achso, warte mal, hier sind ja auch Metallplattformen. Die hätten wir auch nutzen können. Aber Quatsch. Wir haben den Gleiter. Warum sollten wir es uns schwer machen, wenn wir es einfach machen können? Ich finde es, by the way, sehr schön, dass das Spiel so viele Entscheidungsmöglichkeiten hat, wie du was änderst.
Genauso wie jetzt hier beim Balance Arc. Du könntest jetzt Balance Arc, geil. Ich kann das Wort auf jeden Fall. Hier könnten wir ja auch verschiedenste Wege anordnen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, gut, das Café geht jetzt nicht. Eine Bombe rüberschmeißen. Und sagen, wir machen jetzt das Ding da auf. Ich sagte, wir machen das Ding da auf. So, haben die erste Sache aufgesprengt. Okay, gut, daran komme ich denn doch nicht an die Truhe. Wie mache ich denn das mit Balancieren und so? Kann ich denn die Kiste unten zerstören? Ja. Das funktioniert leider nicht so einfach. Okay, ich hab das einfacher gedacht als gedacht. Dann müssen wir jetzt tatsächlich mal schauen, wie wir das am besten lösen. Da oben ist auf jeden Fall eine Plattform, wo wir eventuell rauf müssten. Das Schlimme ist, ich kann das ja mitnehmen, aber das bringt mir nichts bei den drei Dingern, wenn wir nicht den Schlüssel haben. Und ich kann ja hier nicht den hier machen, weil... Ja, der bringt nichts. Das bringt absolut nichts. Doch, das bringt was. Ach, schon wieder was mit Flammpfeile, ne? Ne, ich will die Flammpfeile haben. Sehr gut, dankeschön. Oder? Doch. Und die verglüht jetzt und dann müsste rein theoretisch das Ding da oben schnellen. Nee, nach unten sogar. Lol. Und dadurch müssten wir den kleinen Schlüssel bekommen, oder? Perfekt. Okay, hier gibt es tatsächlich noch eine Truhe. Da werden wir noch gucken müssen. Aber die Balance-Truhe ist schon mal sehr wichtig. So. Einmal hier bitte durch die Tür. Ich muss mal gucken. Aha. Dann mache ich mir mal eine Treppe hier hin, ne? Das zum Beispiel ist eine Sache, wo ich sage, das kann ich zum Beispiel machen. Eine Treppe dorthin bauen. 1, 2, 3. Wait, das wird nicht reichen, weil wir kommen ja auch nicht hoch. Nee, Quatsch. Wie mache ich denn das jetzt? So, warte mal, kann ich das Ding hier... Ah! Okay. Und wie komme ich jetzt da hoch? Da finde ich das ein bisschen komisch mit meinen Lösungsansätzen. Warte mal, ganz blöde Frage. Kann ich das Ding hier hinsetzen? Okay, ja, funktioniert. Dann müsste ich dort oben auf jeden Fall nochmal den anderen platzieren. Damit es runter geht. Wir müssen ja mindestens zweimal mit nach unten gehen. Dann sollte das ausreichen, hoffe ich. Einfach mal jetzt. So, ich stell dich dorthin. Damit du in der Nähe bist, mein Freund. Dann nehmen wir dich mal mit und packen dich ganz weit nach oben. Okay. Den hier machen wir genau dasselbe. Okay, ich muss ehrlich gestehen, das reicht ja schon. Das war die Truhe. Was? Was ist das für ein Schwert, bitte? Hab ich jetzt... Nee, ich hab jetzt nicht richtig gelesen, oder? Mensch, wo ist denn meine Waffentasche? Ach, da. Stand da 62... Das ist eine 62er Waffe. Das ist eine fucking 62er Waffe. Oha. Okay. Wartet mal, lasst mich mal überlegen. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Nur ist es ein Zweihänder... Wenn ja, dann würde ich den Ritter-Zweihänder rausnehmen, weil der hat für mich absolut keinen Nutzen. König-Zweihänder. Oha. Der ist nice. Quatsch.
da zwei Hände. Aber dann würde ich doch nochmal gucken. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Großschwert, Feuerlanze, Wächterlanze. Das sind Einhänder, die würde ich nicht austauschen, weil Einhänder sind meine Lieblingswaffen. Was ist ein Zweihänder, den ich absolut nicht brauche? Alle anderen sind echt gut. Da ist tatsächlich der Ritter Zweihänder am schlechtesten. Ohne de Böse zu meinen für den, aber... Der ist absolut nicht mein Ding. So, und jetzt ist die Frage, brauche ich wirklich zwei von, oder drei von den Dingern? Eigentlich ja, um ehrlich zu sein, nicht. Weil wenn ich hier das hier mache, also die hier wegzimmer. Warte mal, das ist absolute Verschwendung. Warte, wie kann ich das mit dem Darks machen? So. Dann kann ja der da nach oben. Warte mal. Ich hab eine ganz dumme Idee. Ich hab eine richtig dumme Idee, Freunde. Lass dich nicht zerquetschen, mein Freund. Ja. Genau das wollte ich. Es war mir so egal, aber so kommt man auch hoch. Oh, schön nochmal reingebuttert im Betrug rein. So nehme ich mir doch die Truhe ganz schmackhaft mit. Kein Ausgleichen, kein gar nichts. Einfach rein da. Sehr schön. Ein Zeichen der Bewährung für uns nochmal zusätzlich. So, damit haben wir das hier abgeschlossen und können eigentlich wieder weg von dem Ort. Ich weiß nur nicht, wie am besten und wohin. Wenn wir eventuell... Ja, machen wir. Wir gehen zum Elenturm. Von dort aus geht's dann für uns weiter. Ich habe mir nämlich folgendermaßen gedacht. Ich dachte mir jetzt, wir fliegen vom Elenturm runter zum Gerosee und holen uns dort den Grog, anstatt uns nochmal herauszubegeben, weil genau unter uns ist ja der Wächter. Und da ich keine Lust habe auf diesen Wächter, jäg lieber den Flugweg von oben herab darunter. Warte mal kurz, hier sind noch Erze. Und da habe ich auch Golderze gesehen. Die nehme ich natürlich mit. Ein Bernstein, Topaz, ja, okay. Kein Diamanten, aber ist in Ordnung. Nehme ich mit. Geld ist Geld. Und Geld stinkt nicht. Das wissen wir alle. Und ich sehe schon, oh, was für ein Krog das ist. Oder was für eine Art Krog das sein wird. Das Problem ist nur, wie viele Steine haben wir und wo sind die Steine? Die Steine sind hier, okay. Ja, das sollte ja kein Problem sein. Ich sage, ich mach's jetzt first try, Freunde. Ja, first try, habe ich's doch gesagt. Ihr habt nur falsch geguckt. Also, ne? Ich hab das im ersten Versuch easy geschafft. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Okay, dann geht's jetzt zum Medigosee. Ich würde sagen, das machen wir jetzt alles erstmal schnurstracks hintereinander. Ich gehe auch oben lang, wie gesagt, über die Wände. Erstens, weil die tatsächlich nicht so klippenstark aufgebaut sind wie alles andere. Und zweitens, weil wir somit viel schneller abkürzen können. Okay, wir haben gleich ein Problem. Wartet. Oh nein. Nein, Link. Oh, mach mir nicht fertig. Oh nein, was? Okay, Freunde, ich habe keinen Bock darauf. Darauf habe ich keinen Bock. Wir teleportieren uns. Ich will jetzt nicht einmal diese wunderschöne Szene haben, wo gleich gesagt wird, es wird Blutmond. Nee, die will ich jetzt nicht gleich haben. Zusätzlich noch mit dem Wächter, also. Weil der Matz immer
Kavum und dann ist vorbei. So, wir wissen's. Wir kennen es schon. Respawn aller Gegner. Let's go. Entschuldigung, an der Stelle. Ich meine auch allgemeiner Respawn von allem. Ist ja, sind ja nicht nur die Gegner, sind ja tatsächlich alle Plattformen, die irgendwie bewegt wurden oder. Ja, hier unten zum Beispiel ist eine Truhe, die wir holen können. Oh, da hinten ist schon wieder so ein Ding. Oh, natürlich am See, wo ich hin muss. Oh, das... Unnötig. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da am besten langkommen. Geschweige, wie wir unbemerkt dort entlang kommen. Weil der macht mir schon Sorgen, wenn der mich sieht. Wo ist das? Oh no. Ich muss doch nicht hier wegspringen, oder? Nee. Hä? Guck mal, die anderen sind viel zu schwach dafür. Das funktioniert. Aber das ist ja absolut insane. Ah, also. Wir müssen den anderen Bogen jetzt wieder wegnehmen, ne? Sofort. Sonst ist der gleich verbrannt. Also der Krog ist, glaube ich, doch der schwerste von allen. Und zwar nicht, weil du treffen musst, weil du echt Angst haben musst, dass du irgendwie den treffen kannst. Nur mit bestimmten Waffen und was weiß ich nicht alles. Also den finde ich echt fies. Ohne böse zu meinen, aber der ist fies. Ich hoffe, davon gibt es nicht allzu viele, weil sonst ist echt... Der Popöchen, das Popöchen offen. Das sei so, wie es ist. Das ist auf jeden Fall nicht ein kein geiler Krog. Es gibt ja Krogs, weißt du, die verstehe ich, die sind gut. Und der Krog ist nicht gut. Dass man dafür bestimmte Items braucht, da bin ich... Ihr wisst, wie ich dazu stehe, ne? Schwierig, sage ich nur. Und vor allem auch nervig. Wenn du das nicht hast, dann hast du es halt nicht. Würdest du dir jetzt wieder aufmachen, um so einen blöden Bogen zu suchen oder so? Ein Glück haben wir den Falkenbogen, der weiter schießt als alle anderen Bögen. Was auch wieder insane ist. Also stellt euch mal vor, ihr kommt hier da an und habt keinen Falkenbogen. Dann habt ihr eigentlich so gut wie verloren. Also weiß ich nicht, wie man das davon halten, was man davon halten soll. Lass mal los, bitte. Naja, immerhin, wir haben es geschafft, haben es geholt. Damit ist der einer der schlimmsten Krog wieder in unserem Petto. So, und mit diesem letzten Krog würde ich mich dann für heute verabschieden, Leute. Wir werden uns beim nächsten Mal wieder sehen, wenn wir nur noch ein paar einzelne Krogs hier haben. Einzelne Krogs, sagt er. In der Stadt ist gefühlt noch 1 Million. Und ja, wenn wir das alle fertig haben, geht's weiter, würde ich sagen, ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, um nichts zu verpassen. Abonniert den Kanal und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bis dann und ciao.